Herzlich willkommen zurück zu Zelda Link Between Worlds. Es geht weiter mit unserem Abenteuer in Hyrule und in Lowrul. Und zwar möchte ich in dieser Folge mal ein paar Sachen nachholen, denn ich habe ja in den Dungeons ein paar Sachen vergessen. Das habe ich nachgeschaut. Ihr braucht mir sowas nicht in die Kommentare schreiben, auch wenn sowas lieb gemeint ist, denn ihr lauft darin Gefahr, mich zu spoilern, was ich nicht will von euch. Wenn ich selber nachschaue, ist das was anderes. Es ist lieb gemeint. Ich habe gesagt, ich werde nachschauen. Das heißt nicht, dass ihr schreiben braucht, was ich vergessen habe, wo ich hin muss oder sonst was. Wie gesagt, lieb gemeint, aber bitte nicht machen. Wenn ich eure Hilfe brauche, frage ich ausdrücklich danach. So, wir gehen nach Lowrul und gehen dann erstmal in ein paar Dungeons rein. Und zwar gehen wir in den Palast der Dunkelheit nochmal rein, in den Schildkrötenfelsen und ich weiß gar nicht wo. Auf jeden Fall überall, wo wir so ein paar Kistchen vergessen haben, denn das kann ja alles immer sein, dass wir da was vergessen haben. Ich weiß ein paar, also den Palast der Dunkelheit weiß ich, dass ich was vergessen habe. Und im Schildkrötenfelsen müsste auch noch was sein. Ich bin mir aber noch unsicher. fliegen. Und zwar möchte ich erstmal zum Palast der Dunkelheit und mich einmal richtig hinsetzen. Ja, die habe ich bekommen, die Brille, Irene. Das brauchst du mir nicht sagen. Ich möchte die Hinweisbrille nicht benutzen. Ich habe auch gar keine Münzen dafür. Also geht das eh nicht. Also gehen wir jetzt hier mal rein und holen uns noch die letzte Kiste. Oder ich glaube, hier fehlen sogar mehrere. Wir müssen hier ja nicht großartig noch drin rumlungern jetzt. Wir können das ja alles schnell machen. Ich habe das auf einem anderen Safe schon mal nachgeschaut, wo ich da ungefähr hin muss. Also das dürfte jetzt eigentlich recht fix gehen, wenn ich die Items denn da alle richtig hätte. So, hallo Lämmchen. Gut. Ich muss gerade schauen auf der Karte. Und ich war zum Beispiel links in diesem Raum gar nicht drin. Warum war ich da nicht drin? Ich war so verwirrt von diesem Palast, dass ich da nicht drin war. Haben wir hier um die Ecke gelaufen. So, dann gehen wir natürlich erstmal in den Raum da unten rein. Warum ich da nicht drin war. Oh, da kam ich von hier gar nicht rein. Moment mal. Das habe ich nämlich, glaube ich, gar nicht nachgeschaut, wie ich in den Raum da oben reinkomme. Wir gehen jetzt erstmal warum seid ihr jetzt wieder am Leben? Da hier, hier erstmal in dieses. Ah! War ich hier drin damals? Ich bin mir relativ unsicher. Auf jeden Fall ist hier noch eine Truhe unten drin, die ich gerne hätte. Wo ich mich jetzt erstmal umschauen muss, wie ich da runterkomme. Machen wir mal mein Lämpchen an. Da unten ist irgendwie eine Öffnung, eine Etage tiefer, die ich benutzen muss, um hier hochzukommen. Okay, dann gehen wir mal eine Etage runter. Wir schauen uns das jetzt mal an in dieser Folge. Also wird es in der Folge wenig Fortschritt geben, aber dafür eventuell neue Items. Man weiß es ja nicht. Und eine vollere Tasche mit Rubinen, vor allem. Das Problem ist an der Sache, dass der Dungeon mir nicht wirklich hilft dabei. Oh, verdammt. Rauszufinden. Warum ist hier. Ach so. Ich wollte gerade sagen, warum ist hier Licht? Ah, du lebst noch? Hör auf zu leben. Hör auf zu leben. So, gibt es hier irgendwie. Ah, schubst mich doch nicht runter, du Mistvieh. Geh mal sterben. Danke. So, die Kiste zum Beispiel. Wie komme ich da dran? Das wäre ja auch interessant zu wissen. Da kann ich drauf fallen. Wenn ich in den anderen Raum reinkomme, wie komme ich in den anderen Raum rein? Ich weiß es nicht. Wir werden es hoffentlich bald erfahren. Hoffe ich. Hoffentlich werden wir das erfahren. Hier ist nichts. Ich habe ja oft Türen wahrscheinlich verpasst, die man einfach nicht gesehen hat. Was ist denn, wenn ich hier Licht ausmache? Nix. Was ist, wenn ich unten Licht ausmache? Dann sehen wir hier Lichter, die auf eine Tür zeigen. Ich sollte einfach nur die eine große Truhe holen und mich gar nicht um die kleinen Kisten scheren. Aber ich hätte sie schon gerne. Das ist mein Problem. Ich hätte sie schon verdammt gerne. Naja, wir gehen erstmal wieder hoch. Hat ja keinen Sinn. Ich glaube, da werde ich einfach nochmal schauen müssen in einer richtigen Lösung.
wie der Weg richtig ist und damit ich das schnell nachholen kann. Gut, hier müsste eine Treppe nach oben sein. Perfekt. Dann gehen wir einmal nach ganz oben. Denn dort ist die Kiste der Begierde. Denn dort steht auch noch eine Kiste rum. So. Moment, ich brauche Licht. Sonst sehe ich da nichts. Kann man hier eigentlich noch irgendwo durch? Nee, hier ist nichts. Okay. Dann möchte ich hier eine Bombe hinlegen und mich hier dran klatschen. Gut, und jetzt wollen wir hier nicht runterfallen. Wir wollen hier durch die Türe. Wollen hier durch. Oh, verdammt. Ich hätte vorher... Mist, ich hoffe, das reicht. Nee, aber das geht auch so noch. Moment. Das ist mir beim ersten Mal nachspielen auch passiert. Na, komm. Na, einmal den Bumerang dahin geworfen und dann nach rechts gegangen. Der folgt uns dann nämlich. So, und dann kommen wir trotzdem da durch. So, jetzt haben wir hier nämlich da oben. Das sehen wir jetzt nicht, weil ich eine Fackel in der Hand habe. Da oben ist ein Logo vom Boss hier, sehen wir es. Zeig's nochmal hier. Und das dreht sich. Und zwar dreht sich das, wenn wir Folgendes tun. Erstmal schalten wir den wieder um. Der Schalter dreht das nämlich da oben. Das sieht man aber leider nie, weil man ja nie in der Reichweite dessen ist. Also wenn, ne, ihr versteht schon. Deswegen werde ich jetzt hier eine Bombe hinlegen, hier hoch und mich an die Wand stellen und dann dreht sich das. So, und dann kommen wir auch an die Kiste dran und kriegen das Mastererz aus dem Dungeon. So, das dürfte es eigentlich aus dem Dungeon schon gewesen sein. Theoretisch. Das heißt, wir können hier raus. Der Rest müsste eigentlich nur Rubine sein. Jetzt gehen wir schnell hier raus, bevor hier der Boden wieder wegbricht. Das heißt, wir gehen jetzt raus. Denke ich mal. Wir können natürlich nochmal versuchen, auf der anderen Seite runterzufallen und dann... Ach nee, das habe ich, glaube ich, in meinem anderen Spielstand zum Testen auch gemacht. Und es hat mir nicht geholfen. Können ja nochmal gucken. Vielleicht sehen wir, was wir durch die Tür gehen. Vielleicht habe ich irgendwie was verpeilt. Man weiß es nicht. Lass mich in Ruhe. Ah nee, da kommen wir nur auf die andere Seite. Stimmt. Dann fallen wir hier nicht auch ein Loch. Ja, dann fallen wir hier mal runter. Das hat uns, glaube ich, auch nicht viel geholfen. Alles Mist hier. Können wir hier runterfallen? Sind wir... in einem Raum, wo wir schon mal waren. Okay. Wäre ich links runtergefallen, hätte ich wenigstens eine Rubine bekommen. Schade. Naja. Dann gehen wir mal aus dem Palast raus. Wollen ja nicht allzu lange hier verbringen. Machen wir alle Fackeln an hier. Damit wir auch was sehen. Naja. Das war's dann mit dem Palast der Dunkelheit. Hier haben wir dann das Mastererz. Die anderen Kisten dürften theoretisch nur... Lass mich in Ruhe. Wie gesagt, hoffentlich nur Rubine sein. Ach nein, falscher Teleport. Jetzt kommen wir wieder in den Dungeon rein. Mist. Okay. Gut, damit wir hier rüberkommen, müssen wir die Bombe da einfach über die Wand schmeißen. Dann kommt die Plattform wieder. Wir können rüber. Können wir nicht auch so rüber? Nee, das geht nicht. Okay. Jetzt haben wir hier noch ein Herz liegen. Perfekt. Gut, dann hätten wir schon mal einen Mastererz wieder. Für das Schwert. Und als nächstes gehen wir dann... Ich weiß gar nicht, welchen Dungeon ich noch nachgeschaut hatte. Schildkrötenfelsen. Genau. Hatte ich am Anfang ja gesagt. Ich habe immer massenweise Lila-Elixier dabei. Oma braucht... Ah ja, ich müsste da auch mal ein paar Sachen wegbringen. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise heute. Vom Mikro her wahrscheinlich übersteuere ich sogar und ich vertue mich da voll. Naja, egal. Wir gehen jetzt mal da. Was brauche ich noch? Nehmen wir den. Gut, gehen wir mit unserem verbesserten Eisstab da nochmal rein. Und öffne die letzten Truhen, wenn ich da nicht... ja, ich habe welche vergessen und die sind ein bisschen nervig zu holen. Ich glaube, das wichtige Item hier drin habe ich schon. Allerdings kann man trotzdem ja mal die Truhen holen, die es hier so gibt. Und dafür müssen wir, das haben wir ja schon rausgefunden gehabt, die Gegner töten, die hier so rumschwirren. Und wenn wir die tot haben,
haben wir eine Truhe freigeschaltet. Wieso man hier nicht weiterkommt, ist mir gerade ein Rätsel. Muss man doch da lang? Ist alles ein bisschen nervig hier mit den Gegnern. Aber genau deswegen. Aber an sich sind das gar nicht so viele. Man muss sie halt nur wirklich alle treffen. Und es geht eigentlich nur recht gut mit dem verbesserten Eisstab. So, das wollte ich sagen. So, bist du da? Wir sind zum Glück nur mit einem Treffer schon tot. Nicht getroffen, nein. So, gib mir mal neue Energie. Geht doch. Da ist noch einer. Den machen wir jetzt auch platt. Müssen wir nur warten. Gut, und da erscheint jetzt die Truhe, die wir hier drüber erreichen können. Sehr schön. Und da sind, glaube ich, eine Rubine drin. Ja. Jetzt gucke ich mal. Eine Truhe gibt es noch, eine Etage tiefer. Die können wir auch noch eben holen. Dann haben wir alles in den Dungeon geholt. Und es war, glaube ich, auch noch eine kleine Truhe, die wir bekommen, wenn wir alle Gegner in der anderen Etage vernichten. Ich will das einfach nur mal komplett haben. Und sicher gehen, dass ich damit auch alles in den Dungeons gemacht habe. Die erscheint nämlich hier. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Ah, den kann man ausschalten. Dann hat man hier zumindest Ruhe. Dann dreht sich da der Feuerball nicht mehr. Gut, und dann wollen wir hier mal... Aua! Ja, das war so nicht geplant. Und das ist der Magier, der uns noch fehlte. Damit die Truhe erscheint. Das war wirklich nur ein Magier, der uns da gefehlt hat. Ah, nein, jetzt bin ich runtergefallen. Blöd. Ganz, ganz blöd. Nochmal. Nochmal das Ganze. Und natürlich ist jetzt die Feuerdingskette wieder... Feuerdingskette. Die Feuerkette wieder aktiv. Also machen wir sie wieder aus. Dann nervt sie mich nicht. So. Ich möchte nur darüber. So, und zwar möchte ich... Ich glaube, ich kann den auch so erreichen. Jawohl. So, du stirbst jetzt. Und der braucht zwei Treffer. So, und da kommt die Truhe. Haha. Gut, und jetzt kommen wir zurück. Und uns die letzte Truhe des Dungeons holen. Wo auch nichts Besonderes drin ist, außer 100 Rubinen. Sehr schön. So, und jetzt verlassen wir den Dungeon wieder. So schnell kann es gehen. Ich habe leider keine Fluchtfrucht dabei. Oder wie die heißen. Deswegen können wir jetzt nicht schnell hier rausgehen. Sondern müssen den langen Weg nehmen. Ah, lass mich nicht sterben. Danke. So. Und wieder raus hier. Das war der Schildkrötenfelsen. Also da haben wir schon mal nichts Wichtiges vergessen. Jetzt kommen natürlich noch die ganzen anderen Dungeons in Frage. Können wir kurz reingucken. Oh, das war dumm. Ich kann aber auch natürlich einfach so machen. Und mir da noch die Rubine krallen. Rubine. Kann ich hier eigentlich... Ne, hier kann man, von hier aus kann man nicht losfliegen. Das heißt, der Besen ist nicht wasserfest und kann uns nicht hier rausholen. Shit. Hallo, Frau Schildkröte, na? Hallo, na? So, kann ich denn von hier fliegen? Von hier darf ich fliegen. Okay, das ist nett. Wir können natürlich noch oben gucken bei der Eisruine. Ach komm, wir gucken mal in die Eisruine. Ja, das hast du mir vorhin schon gesagt. Du hast, glaube ich, ein bisschen Alzheimer, Irene. Gut, gucken wir mal da rein. Da wechseln wir natürlich den Stab, der noch nicht verbessert ist. Oh mein Gott. Was gibt's denn hier noch so, wenn wir hier rumgehen? Wahrscheinlich nix, ne? Ich müsste eh nochmal komplett überall rumlaufen und alles untersuchen. Schon allein der Maimais wegen. Da wir ja jetzt endlich alle Fähigkeiten dafür haben. So, gucken wir mal. Hier ist direkt eine Truhe angezeigt. Was zur Hölle? Warum ist hier direkt eine Truhe angezeigt? Gibt es was, um, wenn wir alle Eiszapfen zerstören, oder wie? Oh nein, das wollte ich nicht. Ich werde gleich einfach mal... alle Dinger durchgehen. Nee, das Eis kommt wieder. Das wächst neu.
Oder so. Jetzt müssen die Kleinen wachsen neu. Eine Zunge habe ich schon gezogen. Wie kriegen wir die Truhe denn? Was ist dies Magics? Wo kriegen wir die Truhe denn her? Die wird hier direkt am Eingang angezeigt. Da krass. Also so. Hier so. Hier muss eine Truhe erscheinen. Aber unter welchen Voraussetzungen? Das ist ja mies. So, EU1, O2 gibt es auch noch eine Truhe, die sogar sehr zentral steht. Ah. Kein Mist. So, was ist denn, wenn wir hier rausgehen? Gucken wir uns noch mal ein bisschen hier um. Einfach nur, weil ich... Ja, hä? Ja, hä? Wie komme ich denn eine Etage tiefer? Also unter dieses Gitter. Wenn ich jetzt runterfall, falle ich voll falsch in die Ebenen. Also voll in die falsche Ebene. Ich hätte mir so eine Frucht holen sollen hier für den Dungeon. Weil die mir hier so auf den Sack gehen, die Viecher. Nein. Ich will hier weg. Ich will hier hoch. Irgendwas. U5 ist auch nichts mehr. U6 war der Boss. Hier auf U3 gibt es einen Teleport, den ich von hier nicht erreiche. Oder doch? Ich weiß es nicht. Das ist kacke, wenn man Dungeons normal macht. Huch, wart ihr vorher auch hier? Ist nicht nett. Ich gehe mal hier lang. Vielleicht komme ich von hier ja dahin, wo ich ursprünglich hin wollte. Oder ich laufe im Kreis. So ein Mist. Was ist denn, wenn ich hier hinfall? Komme ich dann dahin, wo ich hin wollte? Auch nicht. Alles Mist. Wie komme ich denn zu der Kiste da? Da ist ja auch der Teleporter, der mir vorher auf der Karte angezeigt wird. Der ist aber E3. U3. Nicht E3. U. Das ist doch alles Mist. Hier ist nichts. Und passend fallen kann ich auch nicht. Alles Mist. Nee, da möchte ich auch nicht hin. Da möchte ich auch nicht hin. Hier ist der Aufzug. Das ist natürlich schon mal schön. Komme ich von hier? Warte mal. Komme ich hier rüber? Aua! Ja, das wollte ich jetzt nicht. Geh mal sterben. Warum ist jetzt hier so ein fettes Loch, wo ich nicht mehr rüberkomme? Das ist voll kacke. Wieso komme ich da nicht mehr rüber? Ich kann ja auch nicht hier so durch. Oh, wieso ist da ein Loch jetzt? Hä, wieso hat er das jetzt nicht? So ein Dreck. Da wollte ich jetzt nicht hinfallen. Ich kann so machen. Bringt mir aber null. Das ist doch alles Dreck hier. Warum ärgert ihr mich? Seid ihr irgendwie eine Truhe, die erscheint? Dann geht mir nicht um den Sack, wenn ihr keine seid. So, wo seid ihr? Geh mal weg. Hier ist nur einer. Wo ist der Letzte? Komm raus aus deinem Versteck, du Feigling. Kein Bock mehr. Da ist er. Friert mir nur ein. Geht mal weg. Ich habe hier Arbeit zu tun.
Nämlich die letzten Secrets finden. Die will ich nämlich haben. Warum? Ich weiß es nicht. Ich will's haben. Warum ist die Truhe kacke zu erreichen? Das kann nur ein Secret sein. Aha. Ich war ja eigentlich froh, hier durch zu sein. Jetzt mache ich den Mist hier. Ach, das geht nicht. Schade. Tschüss, du Plattform, die eh über Lava ist und warum auch immer nicht schmilzt. So, warte mal. Nein, nicht abhauen. Oh Gott. Ich kann ja hier lang. So, das brachte auch nichts, ne? Nur Rubine. Schön, dass ich hier genug Rubine bekomme. Aber ich will doch nur... Oh, ist das ein Dreck. Ich muss mir, glaube ich, mal Karten im Internet angucken. Im Internet. Ihr braucht mir das nicht sagen. Ich weiß, ihr seid das Internet. Aber bitte nicht. Ah, nein. Aua. Den Knopf haben wir auch schon gedrückt. Natürlich haben wir das. Was ist eigentlich, wenn man hier lang geht? Geht das auch in die andere Richtung? Geht das auch in die andere? Ich sterbe gleich. The fuck. Habe ich etwa rausgefunden, wie ich da rüberkomme? Moment. Oh. Oh Gott. Nicht so lange, ey. Scheiße. Oh Gott. Ich habe es, glaube ich, rausgefunden. Okay, und da drin sind Rubine. Toll. Einfach nur toll. Dafür mache ich den ganzen Mist hier, ja? Für Rubine. Ich habe auf eine große Truhe gehofft. Ich glaube, das war jetzt aber alles in den Dungeon, ne? Außer die erste da ganz oben. Die ich aus unerklärlichen Gründen nicht sehen kann. Oh, ein Ausdauertrank. Das ist sehr nett. Was ist, wenn wir hier lang gehen? Nix. Ach, nee. Ich muss den ganzen langen Weg zurück. Okay. Dann, hau rein, Link. Wir sind jetzt schon bei 23 Minuten, aber in der Folge ist auch nichts passiert. Deswegen darf das sein. Ich will jetzt noch lebend hier zurückkommen. Kann ich mich hier hinstellen? Sehr gut. Und ich sterbe gleich. Und ich werde mal hier die Folge beenden. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich weiß nicht, ich guck mal, ob ich die Truhe noch finde. Oder sichtbar machen kann oder sie irgendwie doch finde. Und dann sehen wir uns im nächsten Part vielleicht an der Truhe. Ansonsten sehen wir uns woanders. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.